Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und hier haben wir den HP Omen 15. Das ist HPs neu vorgestelltes Gaming-Notebook und das ist jetzt mittlerweile die zweite Generation und jetzt schauen wir uns das Gerät einmal an. Das wurde erst heute vorgestellt und hat ein komplett neu gestaltetes Design. Einerseits ein bisschen dünner, andererseits wesentlich hochwertiger im Design. Ein paar Elemente vom Design her hat es vom ganz ersten HP Omen, das 2015 vorgestellt ist, falls ihr euch daran erinnert, eben diese Rückseite bzw. Unterseite, wo eben die Lüfter sind und meiner Meinung nach sieht es wirklich gut aus. Hier oben bei der Tastaturablage haben wir jetzt Metall, also wesentlich hochwertiger als der Vorgänger. Und hier auch ein wesentlich besseres Touchpad, eine verbesserte Tastatur hier mit beleuchteten WASD-Tasten. Die sind jetzt weiß beleuchtet, während die übrige Hintergrundbeleuchtung rot ist. Auch das Layout der Tastatur hat man sich wirklich gut überlegt. Hier hat man eine große Leertaste, große Shift-Tasten, hier eine riesige Control-Taste und Shift. Also wirklich ein schönes, überlegtes Layout, wo hier auch die Pfeiltasten extra rausstehen, damit man die auch besser erreichen kann. Was die Rückseite betrifft, haben wir hier ebenfalls Metall. Hier das HP Omen Logo mit einem stilisierten X, das ist hier rot, aber es leuchtet nicht, also falls das jemand interessiert. Und dann haben wir hier einen Carbonfaser-Look, eine Carbonfaser-Optik, das ist aber Plastik, denke ich. Also ich erwarte nicht, dass das hier auch echtes Carbonfaser ist. Und generell ein sehr schönes Design, auch ein sehr dünnes Notebook für das, was es ist. Hier drin steckt ein Intel Core i7 7700HQ Prozessor, 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher, eine 1 TB große Festplatte und 256 GB SSD und eine GTX 1060 Grafikkarte von Nvidia mit 6 GB Grafikspeicher. So, schauen wir mal zu den Anschlüssen hier auf der linken Seite. Hier haben wir einen Kensington Lock, einen Mini-Displayport, HDMI, Ethernet, USB 3.0, USB 3.1 Typ C und ein Ausgang für Lautsprecher bzw. Kopfhörer und ein Mikrofonausgang. Und auf der anderen Seite haben wir hier lediglich zwei USB 3.0 Ports, den Ladeanschluss und einen Full-Size SD-Kartenslot. Also ich muss sagen, das HP Omen 15 ist vom Design her sehr hochwertig und eine echte Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger. Was mir besonders gefällt an dem Gerät ist auch, dass es wirklich dünn ist für ein Gaming-Notebook und auch ziemlich leicht. Also ihr seht, ich halte das in einer Hand ohne wirklich große Probleme. Gefällt mir gut, vor allem, weil eben im Vergleich zum Vorgänger sich das Gerät ordentlich verbessert hat. So, das war es auch schon von mir und vom HP Omen 15. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.